Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem ersten Duschvlog. Projekt of the Line. Ja, ich würde sagen, das reicht schon. Ich fühle mich auch sehr. Immer dieser Chat hier. Ich fühle mich auch sehr, sehr sauber schon. Und ich habe ja schon erzählt, dass ich umgezogen bin. Umgezogen. Nein, ich mache mal eine kleine Roomtour. Also das ist mein Bad, habt ihr ja gerade gesehen. Das ist mein Bad. Sehr, sehr stylisch eingerichtet, finde ich. Und die Klamotten, die gehören natürlich nicht mir. Und die waren da schon, als ich eingezogen bin. Ja, so, das ist mein Bett. So eine Aussicht habe ich nicht. Also, was gibt's hier nicht. Ja, und sonst wohne ich halt hier so, ne? Also, alles ganz chillig, alles ganz ruhig. So ein kleines Wohnzimmer. Ich meine, Zwei-Zimmer-Wohnung ist jetzt nicht so groß, aber reicht auf jeden Fall auch aus. Das ist meine Küche, mein hübscher neuer Wok. Ich habe sogar einen Wok hier. Ja, und da klingelt jemand schon. Da gehe ich mal und mach mal die Tür auf. Ha, wer ist das denn? Hallo. Hallöchen. Uiuiui. Wie siehst du denn aus? Sag ich so, glaube ich. Ich glaube, ich habe das noch gar nicht gesehen von dir. Ach, natürlich hast du das gesehen. Ich komme gerade von der Arbeit. Habe ich dich auf Arbeit so gesehen, oder was? Wahrscheinlich. Sag mal, wie macht man das Radio aus? ans Radio gehen. Wo ist das Radio? Ich will meine eigene Musik anmachen. Ich Radio. Weiß doch nicht, wo dein Radio ist. Ich war ja auch noch nie. Warte. Warum hast du hier deine Klamotten rumliegen? Das sind deine. Mein. Ja, okay, klar. Der Zebratanga, der gehört mir. Aber das Rote, das hast du doch immer an. Genauso wie das Leopardenteil. Ich bin nun mal. Wie heißt die nochmal? Dieses lustige Girl? Dieses Magical Girl? Ich bin ein Magical Girl! Oh Gott! Ja, wie süß, das Magical Girl! Ich verstehe das Radio nicht. Und wieso? Irgendwie ist das eine Sprache, die du nicht verstehst? Nee, ich habe da meine Musik drin. Ja, und? Aber irgendwie findet er die nicht. Hm. Vielleicht, weil ich da bin. Ach, ist jetzt mir auch egal. Ich höre jetzt auf, drauf rumzutippen. Hui, das hätte ich mal wegräumen sollen hier. Das Zeug. Was wurdest du noch gut beschäftigt, hä? Ja, den ganzen Abend lang. wo ist denn mein... Warum trinkst du meinen Whisky leer, sag mal? Der wird nicht leer. Ich kann ihn umwandeln. Kann Wasser zu Whisky So, und wo ist jetzt mein Bong? Warum habe ich keinen Bong hier? Weil ich die habe. Waren wir eigentlich schon mal bei dir im... Ich glaube nicht. Das hatten wir in der Aufnahme gemacht, die gelöscht wurde, ne? Ja, wahrscheinlich. So, du Schnapsdrossel, wir gehen jetzt mal alle in meine schöne Garage und dann hole ich mein Auto... gibt es das Auto eigentlich noch? Ja, ne? Ich hoffe. Ja, wenn nicht, kannst du mit meinem fahren. Das letzte Mal hatten wir das Problem, also da hatten wir eine Aufnahme gemacht, aber da hat die Stimme von Sarah nicht aufgenommen. Da hatten wir das Problem, dass wenn ich rausgegangen wäre mit einem anderen Auto, was ich gerade so davor gelegt habe, ich hau die einfach vor die Tür. Egal. Komm, steig ein. So nett wie immer. Ja. Genau, also wäre ich da mit einem anderen Auto rausgefahren, das habe ich nur ganz kurz vorher gelesen, dann wäre das andere Auto irgendwie, das beschlagnahmt wurde, obwohl ich gar nicht da verhaftet wurde, wäre das dann... Hui, da ist... Wollen wir gleich mal so... Ich kann jetzt nicht, ich bin betrunken. Ah, na gut, dann halt nicht. Also ich kann es probieren. Nö, passt schon. Also so ist nicht, aber ich kann nicht versprechen, wenn ich dich treffe. Nö, passt schon. Was wollte ich erzählen? Genau, und da Warte, wäre das Auto halt geschrottet. Wäre... Ich will gar nicht in dein Haus... Oh.
Ich schraube mein Auto schon selber, merke ich gerade. Ja, das tust du, wohin wollen wir? Ich will eigentlich irgendwie. Ich muss Geld machen. Wie immer. Ich will auch noch so ein cooles Haus wie du. Ey! Ich bin voll ausgeschert. Weißt du, wo ich arbeite? Auf jeden Fall. Mensch, jetzt habe ich. Scheiße, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben. Wir haben ja davor noch so ein bisschen getestet. Ah. Ich weiß es leider auch nicht, weil ich dachte, ich muss mich nicht immer um alles kümmern. Hoppala. Soll ich reingehen? Es gibt Schmugglerhubschrauber. Ach, und ich dachte, es ist ein böser. Ja, geh mal rein und ich war draußen. Viel Spaß. Ja, es ist total witzig hier. Ich bin trunk. Oh. Den habe ich vergessen. Du stehst direkt am Auto dran. Ja, lass mich mal hier durch. Wir haben 3 Sterne. Warum musstest du den erschießen? Ja, der hat die Waffe rausgeholt. Was? Nix, alles gut. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich mal ganz kurz bedanken bei den Circle of Alchemists für diese wunderschöne Musik, die es einfach mal frecherweise in dieses Let's Play geschafft hat. War ja leider bei anderen Videos, falls euch das aufgefallen ist, die Teile nicht monetarisiert werden konnten. Ich fahre heute auch echt gut eigentlich. Ja, also bei mir fährst du nicht so gut, aber das liegt daran, dass alles hin und her schwabbert. Nee, gerade nicht. Gerade schwapper ich auch. Ach, wir sind die Sterne schon los. Wow, das ging schnell. Ich, hol mal den nächsten Laden. Mann, ich. Du hast hier wieder einen Unfall nach dem anderen. Bei mir eigentlich gar nicht. Ich drifte die ganze Zeit um die Autos rum. Bei mir nicht. Bei mir bist du jetzt überall irgendwie ran. Auch nicht schlecht. Du bleibst im Auto. Hör mir doch mal zu. Welcome. Ah, du weißt, dass ich nicht fahren kann. Not again. Okay, I know the drill. Weißt du, was ich mache? Demnächst raube ich mal so einen Laden mit so einem Lenkraketenwerfer aus, weil warum nicht, ne? Da bin ich mal gespannt. Was meinst du? Da bin ich gespannt, wie du das da machst. Wow! Wow! Fahr! Der hat eine Schrotflinte. Links. Oh Gott. Warte, nein, da kommt. Steig aus, Betrunkene. Nee, jetzt mache ich das fertig hier. So. Okay. Rechts. Falsch. Rechts. Nein, zu spät. Einer. Rechts. Rechts. Ja, ich hasse dein Auto. Was? Du hast mein Auto? Ja. Das ist genau dasselbe Auto, was du auch hast. Machen die Lampen aus. Müsste H sein. Beide kaputt. Nein, vordere Lampen und untere. Mach mal H! Mach jetzt H! Sofort! Meine Fresse! Mach jetzt H! Ich hab schon zweimal H gemacht! Okay, bei mir war gerade ein Mega-Lag. Ja. Das war jetzt komisch. Steig mal aus! Huch, nee. So. Wow, hat sich jetzt voll gelohnt. Ja, ich wollte fahren. Wow. Warte mal, wie kann man nochmal hupen? Ich hab vergessen, wie man hupt. E? Ah ja. Du mit deiner Monsterhupe. Ja. Autos klauen ist das nächste, ne? Ja, wenn du ein schönes siehst. Wir müssen doch wieder diese komischen Fetten nehmen, weil die das meiste Geld bringen. Ist doch richtig, oder? Ja. Die Fetten irgendwie bringen das Geld. So ist besser. Sagt auch immer McDonald's. Oh Gott. Tut mir leid. Guck mal, das sieht doch gut aus hier. Da, ja, ich meinte gerade.
Nein, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Nimm den weißen. Ich nehme den anderen. Wo ist denn? Nein! Er hat mich gerammt. Runter. Ah, I see. Er hat mich gerammt, jetzt ist das bestimmt nur noch ein bisschen was wert. Da unten wäre auch ein neuer gewesen, aber. Ah komm, scheiß drauf. Ich fahr jetzt einfach rein und guck mal, wie viel der bringt. Vielleicht bringt hier noch ein bisschen was. Canis Seminole. Ein SUV. Verkaufen? Ja, 2000 haben wir nicht haben, ne? Oh, ich krieg 3000. Ja, ich habe irgendwie 2700. Keine Ahnung. Ja, ich habe halt meinen nicht beschädigt, ne? Ja. Der hat den jetzt voll beschädigt. Holst du unser Auto? Okay. Wo ist denn das? Keine Ahnung. Ich sehe doch nicht, wo dein Auto ist. Achso, stimmt. Dann hole ich das Auto. Du kannst ja dann. Was zum. Hol mal! Hast du schon überwiesen dein Geld? Du hast ja jetzt bestimmt auch hier über irgendwas. Nö, hab ich nicht. Immer über das Auto drüber rutschen. Hui! Oder wenn es losfährt, einfach mal drüber springen. Haha, Ruby, some funny things on the server. Nein, ich bin nicht für funny things. Also schon funny, aber nicht sowas, wo wir ständig sterben. Hä? Da hat jemand geschrieben. Wo bist du? Ach da, ich hol dich. Voll gut. Ja. Yeah. Also es geht so, aber. Überfahr mich nicht. Nein. Boah, kommt der schwarze Rauch raus. So, und jetzt? Wohin? Gute Frage. Wir haben eine Roomtour gemacht. Wir haben. Wir können mal auf die Uhr schauen. Wir haben 51. Nur. Jo, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jo. Was machen wir denn? Aber ich gab nicht so viel Zeit, dass wir jetzt eine Mission machen. Ich würde sagen, nee. Mission machen wir dann als nächstes. Dein Schreien. Die Mission machen wir dann einfach in der nächsten Folge, ne? Jo. Jo. Jo, jo. Jo, jo. Boah, jetzt habe ich voll Lust auf Jojo spielen. Okay. Ja, mich hat Jojo spielen immer verrückt gemacht, ne? Verrückt. Ja, weil ich es nie hingekriegt habe. Gemacht. Ja, Was? Was war das denn? Was war das denn? Ich bin die Königin der komischen Wortneuschöpfungen. Das war kein Wort, das war nicht mal. Das war laut. Das war. Keine Ahnung. Wilder Brummschrei von einem. Pinguin. Ah, mein Pinguin. Du aber kannst vergessen, dass ich mich jetzt wie ein Pinguin anziehe. Am Ende muss ich noch in die Kirche. Siehst doch schon aus wie ein Pinguin. Und was hat das mit Kirche zu tun? Bei uns, also eine Freundin von mir hat immer zu Nonnen-Pinguin gesagt. Echt? Ja. Wusste ich ja nicht. Ich finde nicht, dass die wie Pinguine aussehen. Guck mal, wenn du aus. Warte, ich halte mal gerade irgendwo, dann kannst du ja nochmal. Wow! Lass dich. Taucht da so ein Ding auf. Ui. Ist ein hübscher Wagen. Ich finde auch nicht, dass nur wie Pinguine aussehen, aber. Steig mal aus, dann kann ich dein Outfit hier nochmal zeigen. Siehst du? So siehst du aus wie ein Pinguin. Quatsch. Nicht wie ein Pinguin. Wie eine Nutte.
Quatsch, das jetzt auch nicht. Wie macht er nochmal dieses Zeichen? Welches Zeichen? Was du die ganze Zeit machst. Ich drück da Doppel-Tab. Doppel-Tab. Ah ja, stimmt. Ja, dieses Zeichen. Drückt so ziemlich aus, was ich denn. Ich hau dir immer voll diese Tür in den Wanst. Ja, du, also könntest jetzt anfangen mit Abtreibungen, so jede Nutte, die hier ist, ob sie nicht abtreiben will, aber in die Tür reinrammeln. Wir machen jetzt noch was ganz Komisches. Was machst du denn? Anna, wo ist denn dieser... Ich will jetzt Golf spielen, irgendwie. Voll Bock. Golf spielen? Weißt du, was wir Was zum... Ja, was? Der Supersprung... Supersprungschanze uns suchen. Ja, eine ist auf jeden Fall am Flughafen. Ja, und die andere irgendwo auf der Autobahn. Irgendwo? Weißt du, wie groß die Autobahn ist? Ja, groß. Sicher, dass du nicht Golf spielen willst? Jetzt bei Nacht? Ja, sieht aber man so Golf viel. Dauert zu lange. Echt? Ja. Genau wie Tennis. Tennis dauert auch mega lange. Kann man da gewinnen? Bei Tennis? Jo. Jo. Wir haben ja irgendwann aufgehört, ne? Ja, ich habe ja da mit einem Typen mal alles durchgespielt und danach hat er mich erschossen. Hast du mir schon erzählt? Ja, am selben Dingsbums. Oh, da war eine Nutte. Warte, komm zurück. Komm zurück. Ich habe noch Platz im Kofferraum. Hey. Ach, die mag dich nicht. Wir wollen Spaß zu dritt. Geh nicht weg. Was machst du denn? Ich wollte sie nur anrufen. Ah, weißt du, was geil ist, was ich schon gemacht habe? Oder ich muss Geld erst... verloren. Ja, deswegen gehe ich schon hin. Hey! Hey, raus da! Ich würde sagen, komm mal rein. Alter, ja. Ich hab schon mal, was du machen musst, mit Nutten schlafen und dann erschießen und dann das Geld holen. Dann kriegst du nicht dein Geld gleich wieder. Ja, so kann man es auch machen. Ja, ne? Ist effektiv? Nee, nicht wirklich. Findest du nicht? Nee. Ich find schon. Warum? Ja, du hast Spaß, kostenlos. Nix bezahlt, ist doch gut. Ja, nein. Weil dann steht da hinter dir so eine böse Lissy und erschießt dich. Los! Gib mir Geld! Ich brauch Geld! Ach, Baby, du machst mich so an mit deiner Knarre. Hä? Du machst mich so an mit deiner Knarre, sag ich. Hey, was machst Aber du? Beeil dich mal! Na komm. Hab ja auch ein fettes Teil, ne? Jo, das auf jeden Fall. Ja, auf das stehst du, ne? Deine Bomben, die mag ich. Ja, nicht nur die. Boah, dein armes Auto. Irgendwas explodiert hier. Ich würde noch ein bisschen in die Gasse fahren. Bin ja schon dabei. Oh, hier kann man auch rausfahren. Auch gut zu wissen. Vorne ist frei, ne? Oder? Ja, vorne ist frei. Alles weg. So, ich hab's geschafft. Sehr gut. Dann markier doch mal den Flughafen und dann machen wir noch eine Runde zum Flughafen. Fahren schnell hin, springen einmal rüber, fertig. Das ist doch ein schönes Ende, ne? Aber wir müssen nicht mehr zum Flughafen. Warum? Weil die Folge eigentlich schon vorbei ist. Was? Ja. Nee, 3 Minuten habe ich noch auf meiner Uhr. Ja, okay, dann hau noch 3 Minuten raus. Ja, komm. Wo ist der Flughafen? Hab ich doch markiert. Ach so. Ah! Ah! Mein Auto macht, was es will. Oh Mann. Da ist mein Haus. Meinst du, wir schaffen das noch kurz in mein Haus reinzufahren?
Nein. Ja doch. Weil, doch, dann bin ich schneller, weil dann gibt's die Upgrades wieder, die ich drauf gehauen habe. Weil das ist jetzt so Schrott. Hörst du, wie das... Das macht so... Ja, natürlich höre ich das. Ach, guck mal, das ist dein Auto. Aber wir nehmen einfach ja, dein Auto. Ah, nee. Du hast du bei mir... Hast du die gleichen Upgrades drauf? Keine Ahnung, was ich für Upgrades... drauf hab. Du hast ja auch schon mehr gespielt, ne? Ja. Dann nehmen wir halt einfach dein Auto. Ah, ich weiß ja nicht, auch, was ich drauf hab. Hört sich aber auch nicht mehr so gut an. Ja, mei, ne? Man muss nehmen, was man kriegt, ne? Gott, pass auf! Was denn? Nicht, dass also, du irgendwo dagegen fährst. Ach Quatsch. Echt, also ich muss sagen, die Circle of Alchemists, ne? Das höre ich mir ja, also ich höre es zumindest die ganze Zeit im Radio hier nebenbei. Und ich muss manchmal... Achso, du hörst es im Radio? Ja, ja, klar. Und ich muss halt manchmal echt überlegen, ist das jetzt hier dieses In-Game-Radio? Ist die Musik geschützt oder ist das Circle? Jetzt höre ich gerade... Ey! Stell nicht das Radio um! Hallo! Aber weil es scheiße war. Was, weil es scheiße war? Radio aus, du Arschloch. Nein, 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 nein! Mensch! Self-Radio, so. So. Stell es nicht um! Kannst du nicht einfach. Der Fahrer entscheidet, was gehört wird. Der Fahrer entscheidet. Es ist mein Auto, hallo? Das ist egal, der Fahrer entscheidet. Kennst du es nicht? War schon immer so. Ja, ja. Da ist die Rampe. Reicht das schon an Anlauf? Keine Ahnung. Woo! Voll geil. Oh, mein Auto. Sind wir jetzt von da oben runtergeputzelt? Jo. Wo ist denn die Rampe? Ich kann mein Höschen sehen. Ich habe meine Rampe verloren. Also, verloren, wo die war. Wo ist denn die Rampe? Da. Welches? Ah, du Rampensau. Ich nehme mal hier von hier hinten Anlauf. Was ist das denn für ein hübscher Park? Ah, da gibt's eine U-Bahn, oder? Ja, sieht so aus. Ah, wie cool, ich will unbedingt mit der U-Bahn noch irgendwann fahren. Habe ja ich bis irgendwann? Jetzt noch nie geschafft. Echt nicht? Nein! Nee, von hier ist Kacke irgendwie. Wie habe ich es denn vorhin gemacht? Es war so gut. Jetzt will es nicht mehr klappen. Oh. Komm. Dann spring noch einmal. Ja, ich versuche hier. Ah, hier ist auch noch eine Rampe, ne? Es sind noch zwei Rampen. Ja, in Dings halt rein, ne? Ne, hier, die meine ich. Ach so, die. Woo! Boah, das ist cool. Hui! Wäre cool gewesen, wenn man voll auf diesem Flugzeug gelandet. Da gibt's ein Flugzeug? Ja, ach, diese Maschine, Statue. Sorry, ich bin ein Auto. Ja, ich hoffe, ihr hattet wieder mal Spaß in dieser Folge. Ich hoffe, ihr habt auch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann das nächste Mal bei GTA. Ich hoffe, ich überlebe bis dahin noch. Und die neben mir macht mir jetzt nicht gleich die Hölle heiß. Ja. Ja, ich habe schon die Waffe draußen. Ja, die hast du doch immer. Deine zwei großen Bomben. Achso, die auch noch. Also... Hui! Hey! Das hat einer gesehen. Scheiße. Verbrennen die jetzt? Tatsächlich. Naja, okay, also. Bevor hier der Helbo noch mehr Scheiße baut, ne? Ja? Tschüssi. Tschüss!